Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim großen Preis von Texas in den USA beim Circuit of the Americas der zweiten Saison mit Red Bull, nachdem wir in Japan ein sehr, sehr spannendes, das engste Rennen hatten, könnte man sagen. Vier Zehntel haben die ersten beiden getrennt, die beiden Red Bulls getrennt und ja, das war natürlich auch der Grund, vor allem, weil wir ja Benzin sparen mussten, damit das halt nicht in den roten Bereich ist. Das hat mir vielleicht ein bisschen zu wenig reingemacht, aber am Ende ist ja gut gegangen, konnte das perfekt managen mit dem Benzin und auch den Sieg halten, ne? Den Platz 1 halten. Wir haben wieder fast 4000 Ressourcenpunkte, wo kommen denn die her? Okay, ja gut. Wir haben jetzt wieder fast einen Monat Pause, weil was ausfällt? Ja gut, Kater fällt aus halt. Aber mehr nicht, oder nach Japan. Dann haben wir ja schon Austin, glaube ich. Keine Ahnung. Dass dann Monat Pause auf jeden Fall ist krass fast. Na gut, machen wir natürlich wieder weitere Upgrades. So, und die Frage ist natürlich, was? Wie sehen wir denn ja bei der Euro aus? Immer noch dominant. Immer noch sehr gut auf jeden Fall. Chassis? Sind wir mittlerweile auch vorne oder ist nicht ein bisschen kleinen Vorsprung? Wir sind ja überall bärenstark, ey. Mittlerweile. Beim Motor? Ah, da halt nicht, aber da haben wir auch schon Upgrade am Laufen, könnten sogar noch eins machen, noch ein großes. Würde auch theoretisch sogar noch vor dem Wochenende ankommen. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Aber wenn, dann will ich hier das hier, das billigere machen. Ach, nicht Trapazierfähigkeit. Ja, das billige, obwohl, nee, ist ja gar nicht so viel billiger. Naja, was soll's, machen wir einfach das, auf jeden Fall, dass wir die Motorleistung soll angeblich noch ankommen, auch vor diesem Wochenende. Und dann schauen wir mal nochmal bei der Eurofliff doch. Ja, da haben wir sogar auch wirklich ein billigeres noch. Da haben wir noch ein paar billige, die wir uns leisten könnten. Oder bei der Eurofliff beim Chassis? Können wir dann da was leisten? Nee. Nee, beim Chassis nicht. Alles 1900, okay. Na gut, dann halt Strapazierfähigkeit auf jeden Fall nicht. Dann machen wir halt hier noch was. Und zwar könnten uns eigentlich egal, ne? Ist eigentlich egal, was wir dann nehmen. Also das ist aber so ein großes, okay. Das können wir uns nicht leisten. Was ist mit dem billigen hier? Das ist nur ein kleines. Na gut, dann machen wir uns natürlich das große hier. Das schöne Front, den schönen Frontabtrieb. Let's go. Ja, und dann können wir schon die Zeit vorspulen. Mal sehen, was alles ankommt. Energiespeicherzellen, okay. Weiß nicht, was das jetzt genau war, aber auf jeden Fall kam das schon mal an. Oh, zwei im selben Tag schon kommen. Da habe ich ein bisschen Bedenken jetzt. Ah, oh, die kommen beide an, ja, ja, aber warum mache ich mir eigentlich bitte. Warum tue ich mir eigentlich Gedanken machen? Natürlich kommt das bei Red Bull an. Red Bull ist ja genau wie AlphaTauri. Das sind einfach die besten Entwickler aller Zeiten. Warum mache ich mir denn da Sorgen? Oder ins Hemd? Hey, Alpine! Oh, Alpine ist das viertbeste Team! Jetzt auf einmal! Alter! Oh, nicht schlecht, ey! Jetzt hat er mal hier. Ein Gasly mit einem sehr guten Auto. Ja, wissen wir in der Meidenkirche, was der dann erreichen kann oder machen kann, ne? Ich bin gespannt, was er. Und vor allem Austin war genauso eine Strecke, wo er in der Meidenkirche in der zweiten Saison die Pole holen konnte und gewinnen konnte, aus eigener Kraft. Und da war der Alpine, glaube ich, sogar ein bisschen schlechter als jetzt. Also, ich würde mal nicht auch mal nicht Gasly abschreiben im Kampf um die Pole und den Sieg. Ein Gasly in diesem Spiel, der ist zu allem fähig. Ein bisschen weit raus. Ein bisschen sehr zu schnell reingefahren. Aber an sich war es eine sehr gute Runde wieder fahren. Ich war so, aber hinter Verstappen direkt. Ja, ich habe ja gesagt, die Strecke, die könnte für uns mal ein bisschen schwieriger werden. Auf Anhieb Verstappen einfach mal so knapp schneller. Gut, nur knapp. Das ist nichts Schlimmes an sich, aber ja, trotzdem. Das hat er glaube ich noch nicht bisher geschafft, dass er direkt in der ersten Runde mal schneller als wir waren. Und wir beenden es sogar auf den Plätzen 1 und 2 auf Anhieb. Wow. Richtig, richtig. Ja, gut, komfortabel, aber nicht halt. Für das Auto, was wir haben, ist das nicht selbstverständlich eigentlich. Aber dafür ist es schon ganz schön knapp alles hier. Wow. Richtig knapp. Die Top 5 innerhalb von sogar einer Zehntel. Wow.
Ja, Gassi nur 13 dahinter. Die Upgrades, die merkt man bei ihm zumindest schon mal, bei Ocon noch nicht so richtig. Wer ist rausgeflogen? Hauger mal wieder. Boah, Alter. Warum hat man den Hauger durch Alonso ersetzt, Alter? Nee, andersrum. Warum hat man Alonso durch Hauger ersetzt? So rum. Das ist doch, sogar Stroll ist gerade besser als der. Also, vor allem stark, der kommt mal wieder in Q2. Wow, was geht denn jetzt bei dem ab? Aber trotzdem, warum hat man denn den da ersetzt? Das macht doch gar keinen Sinn, ey, diese Vollidioten von Aston Martin. Ja, was war's? Kann uns ja egal sein. Wir sind auf den Plätzen 1 und 2 und haben diese Probleme nicht. Los geht's ins Q2. Ja, diese Kurve wieder ein bisschen zu vorsichtig, Mann. Da. Die ganze Runde war wieder top und voll am Limit, wie ich finde. Aber diese vorletzte Kurve, ey, da muss ich mal noch ein bisschen was besser machen. Aber ich glaube, das ist trotzdem eine deutlich schnellere Runde als in Q2, in Q1, oder? Da war es doch nur eine 33, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, habe wieder nicht drauf geachtet, aber das hat sich deutlich besser angefühlt. Alles hat gepasst. Nur diese vorletzte Kurve nicht. Da steckt das Einzige ist noch wirklich Zeit drin. Woanders wüsste ich es um 11 zu sein nicht mehr so viel. Boah, wie wir jetzt vorne sind. 4 Zehntel mit einer Kurve, die nicht optimal gesessen hat, immer noch. Wahnsinn, wo kam denn das ist ja? Wo man mal hinter Verstappen. Ich sag ja, also. Das ist normalerweise eine Strecke, Austin. Da habe ich immer Anlaufschwierigkeiten. Da muss ich mich erstmal reintasten, bis ich da mal vielleicht auf Spitzenniveau bin. Hier, jetzt, auf Anhieb, eine super Runde gefahren und direkt mal einfach so deutlich von da vorne. Das kann nur am Red Bull liegen. Der Red Bull ist einfach magisch. Der ist einfach, keine Ahnung. Der ist nicht von dieser Welt. Das ist. Ich kann. Ja, unglaublich. Unglaublich. Stroll schon wieder in Q3. Was macht denn der zurzeit? Ist der der neue Alonso oder was? Und Hauger der neue Stroll? Hab das irgendwie den Eindruck jetzt gerade. Ach du meine Güte. Ocon ist raus. Das ist enttäuschend. Gasly auch nur sogar 9. Aber immerhin in Q3. Das wäre auch eine Überraschung gewesen, wenn er es nicht geschafft hätte. So stark wie da in diesem Spiel. Ja gut, auf ins Q3, aber ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht 4 Zehntel sein werden. Ja, man, boah, den 32,5 von Hamilton. Da kommt Verstappen nicht ran. Und wir haben oben in der Zukunft. Oh, unsere Runde war eine Wahnsinnsrunde. Eine Wahnsinnsrunde. 32,2. Wo kam das jetzt bitte schön her? Also, es hat alles gepasst. Wirklich alles. Alter, also, was ist das? Was sind das für Runden, die ich da teilweise raushaue? Einfach, ne? Das ist der Wahnsinn. Was haben wir vor den Q2 gefahren? Das war, glaube ich, auch von der 32er Zeit, oder? Ich glaube schon. Mit einer 32. Ja, eine höhere 8, 32 auf jeden Fall. Hamilton mit einer 235. Da hab ich gedacht, boah, das wird eng. Das wird knapp daran zu kommen. Ja, von wegen. Was eine Runde, Junge. Wo die herkam, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ja, es liegt nur am. Es kann nur am Red Bull liegen, dass ich so gut bin. Es ist unglaublich. Also meine Runden sind der Wahnsinn. Das liegt aber, glaube ich, nur am Red Bull, dass die Runden so Wahnsinn sind. Wäre ich Mercedes oder Ferrari, dann glaube ich, würde ich viel mehr Probleme haben, auch eine vernünftige Runde hinzubekommen. Hier klappen einfach alle Runden. Möglichst ohne Fehler auch.
Die Runde war jetzt ohne Fehler. Auch diese letzte, vorletzte Kurve habe ich jetzt endlich mal perfekt getroffen, wenn es drauf ankam. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich. In Austin ganz vorne zu stehen, das hätte ich mir vor diesem Wochenende, als wir noch im Hauptquartier waren, auch noch nicht träumen lassen, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich gedacht, das könnte sogar mit Top 5 werden, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Habe ich wirklich gedacht. Aber ja, von wegen. Also mit dem Wettbewerb scheint irgendwie alles möglich zu sein. Mit dem Wettbewerb scheint man einfach überall vorne sein zu können, offensichtlich. Ja, okay, man muss aber fairerweise sagen, natürlich auch, das Ding hat in der Performance auch schon einen ganz schönen Vorsprung auf die Konkurrenz, ne? Aber, ja gut, Verstappen trotzdem, ne? Ich meine, Verstappen ist das selbe Auto. Ich meine, gegen den muss es nicht so selbstverständlich sein, aber gut. Der in der Saison ist sowieso echt eine Enttäuschung, muss man sagen, leider. Aber ist trotzdem irgendwie Zweiter in der WM. Also, irgendwie, obwohl er gefühlt eine Enttäuschung ist, ist er trotzdem Zweiter in der WM. Ja gut, aber auf jeden Fall, los geht's. Oh, und Verstappen wird gleich mal vollkommen wissen. Hätten wir das ummachen können, oder? Ich Idiot. Oh, Verstappen kommt doch super weg und ist direkt vorbei in Hamilton. Was mache ich hier? Ja, ein bisschen komisch eingelenkt hier, weil ich ja Angst hatte, dass Verstappen mich hier divebombt da innen. Da wollte ich mir in Kampflinie fahren, da habe ich dann nicht einschätzen können, wo man einlenkt. In die Kurve. Okay, jetzt wird gegen Verstappen natürlich ganz katastrophal jetzt. Der mit seinen Softreifen. Ja, hätten wir schon machen können, oder? Aber ich meine, die meisten sind ja auf Mediums. Also scheint die meisten wohl. Obwohl, wenn ich mir das so ansehe. Dann scheinen die Softs gar nicht mal so bärenstark zu sein, oder? Weiß ich nicht. Ja. Schon vielleicht. No, oh, boah, Top Speed von unserem Auto. Mit Windschatten, der ist stark. Oh, schön verteidigen. Oh, das wird nicht lustig gegen Max. Ich merke schon. Ja, mit viel Glück brechen die Reifen früh genug noch ein. Feine, ganz schön enge Linie irgendwie, warum auch immer. Oh, jetzt konnten wir ihn aber sogar ein bisschen auf Abstand halten, auf Abstand bringen. Ja gut, was heißt auf Abstand bringen? So wirklich ist auch nicht. Die anderen haben schon mal keine Chance mit uns mitzuhalten, ein bisschen weit raus. Aber von außerhalb des DRS-Fensters wäre Hamilton. Oh, diese erste Kurve, Mann. Im Qualifying hat immer geklappt irgendwie, warum auch immer, aber ja, ist auch mein Problem. Außer in Q3. Nee, doch auch in Q3 hat es geklappt. Mit der Kurve. Echt seltsam, warum die jetzt wieder nicht klappt. Vor allem, weil mich Verstappen da hinten nervös macht. Boah, schnellste Runde. Gekontert gegen Max. Und wir konnten uns gut absetzen in der Runde. Lila einfach im letzten Sektor, wo wir in den ersten beiden rot waren. Boah, ich glaube, die Softs, die pressen nicht langsam ein. Ich glaube, die pressen langsam ein. Das war keine gute Idee von Max, glaube ich. Ich glaube, die taugen nicht mehr so viel. Oder? Grün ist nochmal im ersten Sektor. Aber wir geben auch Gas jetzt. Lila im letzten Sektor und jetzt grün im ersten schon direkt. Und jetzt die Sekunde. Oh nein, er wird noch knapp drin sein jetzt. Aber wir sind jetzt auch am Fliegen mit den Mediums. Auf jeden Fall. Oh, jetzt haben wir aber aus dem DRS-Fenster gebracht. Das war auch echt eine super Runde wieder. Nochmal eine schnellere Runde vielleicht, nochmal eine bessere jetzt. Boah, Alter, volles Risiko. Ah, nein, nicht ganz. Warte, der Mittelsektor war nicht top. Lieder aber wieder im letzten Sektor. Boah, wir sind am Fliegen jetzt. Exakt dieselbe Zeitzirkel nochmal gefahren wie in der Vorrunde. Die von die beste Runde halt war. Oh ja, Mann. Die Softs, die brechen ein so langsam. Oh ja, Mann. Da sieht das super aus. Die Reifen sind, würde ich sagen, ja, durch. Kann man das davon durchbrechen? Ich glaube vielleicht eher nicht. Weil ich meine, der ist immer noch schneller als die Mercedes. Aber oder wir sind einfach nur so schnell jetzt gerade wieder. Weil ich mich mit dem Red Bull jetzt nur wieder mehr vertrauter mache. Und die Minen sind echt geil. Ich glaube, die werden auch ein guter Rennreifen sein dann. Weiß nicht, ob ich so sehr froh bin über die Softs. Wenn man sieht, dass die gar nicht mal so lange unbedingt schneller sind als die Mediums. Ich glaube, da ist der Medium doch mein Freund im Reifen. Und da fühlt sich auch echt geil an. Okay, die letzten Kurven in diesem Rennen. Wir werden das Rennen
Ziemlich gut gewinnen am Ende. Hamilton kam auch noch fast ins DRS-Fenster, ja. Die Softs sind schon nach 7 Runden am Argen. Ja, ich weiß, was Argen heißt. Arsch. Macht den Ralf Schumacher nach. Der sagt es auch immer, wenn er Arsch eigentlich meint. Ja, wie geht's? Auf jeden Fall. Die Softs sind echt nicht schön hier. Wie gesagt, die sind am Argen hier. Und deswegen werden die, glaube ich, kein Rennreifen sein, auf jeden Fall. Die Mediums, die haben mir gefallen. Auf Fahrenstage sogar, ja, die Mediums. Das liegt an den Mediums. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der Witzbold startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Hamilton, Russell, Sainz, Leclerc, Gasly, Stroll, Oscar Piastri, Norris, Perez, Ocon, Tsunoda, Albon, Joe, Magnussen, Haube, Bottas, Sargent und Daniel Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Also bisher wirklich ein makelloses, perfektes Wochenende. Pole und Sprint-Sieg mit einer ziemlich makellosen Vorstellung, was das angeht. Also, aber gut, das ist was, wo es die meisten Punkte gibt, kommt natürlich jetzt Medium Hard. Gut, natürlich, das machen wir auch so. Also, wie ich vermutet hatte, die Softs sind keine Reifen, die man hier haben möchte, offensichtlich. Bin mir gespannt, was Verstappen jetzt macht. Ich denke aber auch, dass der jetzt auch auf Mediums gehen wird. Ich glaube nicht, dass er sich nochmal die Softs antut, wenn er sieht, wie die im Sprint funktioniert haben. Gut, auf geht's. Oh, doch! Wie die beiden Mercedes! Ja, aber ich vertraue auf meine Mediums. Die haben mir im Sprint super gefallen. Oh, und Verstappen mit keinem auch optimalen Start diesmal. Aber er sollte das Auto haben, um trotzdem vorne bleiben zu können, oder? Ja, bekämpft es mal ruhig, ja, hätte ich nichts dagegen. Ja, Verstappen setzt sich durch. Ja, aber für die ersten 2-3 Runden wird Verstappen schnell sein und uns Druck machen können wie im Sprint. Aber wenn das so wird wie im Sprint halt, dann werden wir uns in Runde 4-5 schon so absetzen können. So ziemlich. Ich weiß nicht, warum Verstappen so auf den Soft hier hängt. Ich meine, die Mercedes, okay, die versuchen, die sind halt vorhin Mediums gefahren. Konnten nicht ausrichten gegen uns. Oh, bis spät jetzt auf der Bremse. Aber. Ja, aber Verstappen, der ist schon Erfahrung mit den Mediums hat, mit den Softs hat, der müsste doch wissen, dass die hier nicht so funktionieren, wie sie sein sollten vielleicht. Lieber verteidigen, Biffen. Lieber verteidigen, nicht dem Max hier irgendwie eine Chance geben zum Überholen. Wieder, die ersten beiden, drei Runden werden nicht so schön gegen Max, aber dann, ich meine, der wird ja nicht mal frische Softs haben, nehme ich mal an. Ja, das könnte jetzt schon wieder fast losgehen, oder? Dass wir uns ein bisschen vom Acker machen. Die erste Runde war wieder sehr, sehr nah, wo Verstappen uns dran war, aber jetzt in Runde 2 nicht mehr so nah. Also wir können sie auf jeden Fall gut verteidigen. Wir fahren sogar die nächste Runde in der Runde auch. Nicht mal Verstappen oder Hamilton können die gerade toppen. Interessant. Ich dachte, ich bin ein bisschen vorsichtig gerade in Kurve 1. Aber auch nicht so sehr, offensichtlich. Ja, die Softs, die werden fatal sein. Warum macht's Verstappen denn nochmal? Der muss doch von dem Sprint gemerkt haben, dass die nicht gut sind. Das wird er gleich wieder zu spüren bekommen, wenn wir uns absetzen, im besten Fall gleich. Und das sieht ja schon so danach aus. Junge! Der kann sich nicht mehr annähernd so Druck machen wie vorhin. Oh, jetzt ist Verstappen mal nah dran. Es scheint ein bisschen besser für die trotzdem zu gehen. Jetzt mit ihm mithalten. Oh nein. Ja, lieber verteidigen jetzt. Lieber verteidigen jetzt. Aber ich habe keinen, wo man bremst hier. Oh, der mit seinen Softs jetzt. Oh, mal der erste Angriff jetzt an diesem Wochenende von ihm. Im Sprint kommt es ja nicht wirklich. Dann waren die Softs schon hinüber. Das heißt, der erste richtige Angriff im Rennen. Aber wir können vorne bleiben. Ja, ja. Aber trotzdem jetzt nicht schlafen. Weiterhin aufgeweckt sein. Weiterhin sein das Ding durchziehen hier. Irgendwann werden schon die Softs einpressen. Jetzt verlangsamt sollte das mal passieren, wenn man in den Sprint guckt. Da ging es ja bis 7 Runden nur.
Und in Runde 6 oder gar von der Runde 5 sogar konnten wir uns schon absetzen, aber das scheint hier ist ja nicht der Fall zu sein. Das könnte der nächste Angriff folgen gleich direkt jetzt. Na, es wird der nächste Angriff folgen, auf jeden Fall. Oh nein, spät auf der Bremse, spät auf der Bremse. Oh, Switchback! Switchback von Max! Stark gemacht! Es war auch echt spät auf der Bremse. Aber wir können vorne bleiben. Schön eng die Linie fahren, ihn nicht rausdrücken. Das gehört sich nicht von der Teamkollegen. Da muss man sich fair Platz lassen. Wir sind ja kein Hamilton-Rosberg. Oh, was da hat lieber gerade einen Fehler gemacht. Hamilton hat immer richtig nah in seinem Heckflügel. Und wir sind eine Sekunde weg. Oh, das könnte aber gut sein jetzt. Come on. Die Softs werden nicht mehr so gut sein. Das können wir vielleicht absetzen, dank des Fehlers von Max. Ja, 1,3. Jetzt, ja. Jetzt sind die Softs am Ende. Und vor allem hat Max Hamilton im Kreuz. Verstappen hat gerade irgendeinen Fehler gemacht. Ja, ist auch das Ding, ne? Max macht dann in so einer Situation auch mal so einen Fehler, den er erstens im Wheelhouse niemals machen würde. Hat man in Imola gesehen, wie er da unter Druck von Norris war und keinen Fehler gemacht hat. Und ja, wir machen halt in diesem Moment auch nicht unbedingt einen Fehler. Auch wenn das jetzt auch gerade sehr spät auf der Bremse war. Aber gut, trotzdem. Wir sind einfach versuchen abzusetzen möglichst, bevor die dann in die Box kommen. Wir müssen länger fahren als die, das ist klar. Mindestens eine Runde, mehr werde ich wohl nicht weiterfahren, um jetzt keinen riesen Undercut zu riskieren. Geht von denen. Naja, aber jetzt können wir auch in der Defense bleiben. Das sieht man. Aber der Fehler von Max hat auch schon einen großen Anteil gehabt jetzt. Sonst wäre es schwer geworden, weil er immer mit dem DS halt wieder ranziehen konnte an uns. Jetzt hat er es nicht mehr und jetzt kann es auf den Geraden nicht mehr. Und jetzt können wir uns halt vielleicht weiter absetzen vor allem. Irgendwie glaube ich, dass die jetzt in die Box kommen mit den Softs. Ein bisschen weiter Linie. Oder? Nee, ja doch. Max ist in der Box. Dann gehen wir raus, werden wir jetzt nächste Runde direkt reinkommen wahrscheinlich. Um jetzt keinen Undercut zu riskieren von denen. Weil wir werden jetzt einen kleinen Vorsprung von haben, so von knapp 2 Sekunden, aber die können trotzdem schnell weg sein mit den frischen Mediums jetzt gegen unsere alten Mediums. Guck schon, was das Zeug hat jetzt. Okay, auf geht's jetzt an die Box für unseren hoffentlich einzigsten Stopp in diesem Rennen und hoffentlich wieder weit drauf, Mann. Ja, die Kurve, die macht mir jetzt Probleme an diesem Wochenende. Ja. Beinahe noch ist hier in die Wand untersteuert. Zu diesem Mal bitte guten Stopp hier, bitte nicht vergessen. Oh, 0,0. Sehr gute Wiedergutmachung vom letzten Mal, wo ich voll verpennt habe. Jawohl. Der Stopp. Oh, und die hängen schon wieder. Okay, jetzt werden wir vorne bleiben. Wir haben immer so viel Glück. Ey, wir stoppen sogar hinter Hamilton, sehe ich gerade. Was ist denn da passiert? Die wurden jetzt voll aufgehalten auch noch, da hätten wir sogar noch eine Runde länger machen können vielleicht. Obwohl, nee, die kommen trotzdem nah ran an uns, obwohl die aufgehalten wurden. Obwohl die aufgehalten wurden hier. Hamilton ist dran an uns, mit Mediums jetzt. Oh oh. Obwohl die aufgehalten wurden, krass. Oh, jetzt mal mit Mediums hier klarkommen überhaupt. Ey, wie die haben. Die noch nicht vom Auto gehabt an diesem Wochenende, waren bisher nur Mediums und einmal halt im Quali von Softs. Wir haben aber noch keine gute Bekanntschaft gemacht. Aber ich denke auch damit sollten wir hoffentlich schnell sein jetzt. Vor allem gegen Ende, wenn die Mediums hoffentlich am Einbrechen sind der anderen. Aber jetzt könnte es gegen Hamilton knapp werden. Boah, was da war so keine gute Pace gerade. Der kann ja kaum mithalten mit Lewis und uns. Oh, das Tor ist draußen. Wenn es für ihn schon mal läuft, einmal in den Punkten. Dann wird er vom Auto gebumst. Ja. Hier haben wir eigentlich eine gute Pace. Verstappen kann kaum mithalten. Der kann immer nur knapp im DS-Fenster bleiben irgendwie. Oh! Was? Rote Flagge! Das hat Hamilton einfach wieder überholt. Hamilton schon wieder? Dieser Hamilton schon wieder, immer der, ey. Immer der überholt uns. Okay, das war natürlich diesmal echt langsam. Weiß nicht, ob er uns dadurch überholen durfte, keine Ahnung, war fein schon. Aber trotzdem, immer Hamilton, witzigerweise. Immer Hamilton. Ja, gut, jetzt haben wir aber immerhin noch die Chance auf den Biestert halt. Oh, da jetzt sind wir auf Softsma, okay. Ob das mir so gut gefällt, weiß ich ja nicht. Aber
Dadurch haben wir jetzt gute Chancen, Hamilton erstmal zu überholen. Und das schaffen wir auch sehr gut. Let's go. Aber wo ist die Kurve zum Anbremsen? Dort ein bisschen nicht so gut getroffen. Was ist einmal mit dem Softer vorne gekommen? Was? Hamilton nach 4 zurückgefallen. Habe ich dafür aussehen ein bisschen weit rausgedrückt, weil ich mich hier verbremst habe oder den Pfeilpunkt verpasst habe. Weiß ich nicht. Wollen wir mal sehen, wie die Softs funktionieren. Jetzt haben wir die doch mal im Auto. Wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Das kann schon funktionieren. Vor allem, weil Russell auch Softs hat, der hat somit die gleichen Probleme jetzt. Und Verstappen und Hamilton haben erstmal trotzdem Schwierigkeiten mitzuhalten, bestimmt. Also mit den Softs fühlen sich nicht so schön an, wirklich. Also wie mein Gefühl schon gesagt hat. Mit den Softs ist es echt nicht leicht, hier irgendwie schnell zu fahren. Die machen die für dich schon schlapp. So ein Gefühl zumindest. Ja, aber immerhin. Na, nicht, weil die schnellste Runde schaffen wir. Wir schaffen nicht mal eine Verbesserung mit der Zeit. Alter. Wenn das DS aktiviert. Möglichst wäre es schön, mal weg von Russell zu kommen, aber das wird nichts. Der ist schnell mit den Softs. Ich komme mit den Softs nicht so klar. Deswegen waren die Medis mein Freund. Und die harten waren auch nicht schlecht. Den Softs haben wir. Ja, man sieht ja, oh, die sind ja nicht schon ganz verschlissen. Oh, Russell ist nah dran. Ich glaube, da könnte ich mal einen Angriff starten. Ja, der ist ja schnell mit den Softs. Wir kommen nicht so ganz auf die Fahrt mit diesen Softs. Na, ich muss mich nochmal verteidigen. Oh, jetzt warte ich den Verstappen. Der macht den Verstappen. Zu mehr oder weniger. Oh, da bin ich froh, wenn das Rennen vorbei ist. Das ist kein Spaß mit diesen Softs. Vor allem Verstappen und Hamilton sind auch nicht raus dem Rennen raus. Die haben, die werden bald besser funktionieren, wenn sie es nicht schon tun sogar. Oh je. Jetzt können sie mal endgültig den Angriff geben, der vielleicht vorbeikommen für ihn führt. Schnell, ja, unser Top Speed, der rettet uns natürlich schon. Oh, das war zu spät. Oh, nee, perfekt sogar. Boah, wir können uns irgendwie vorbei bremsen wieder. Wir machen es aber echt gut. Dafür, dass wir jetzt hier gerade mit stumpfen Waffen mit den Softs kämpfen. Werfen wieder auf die Medis lieber zurückgegangen, Mann. Mit denen habe ich mich vertraut gemacht. Oh, jetzt wird er vorbeikommen, jetzt ist keine Chance. Keine Chance, da jetzt nochmal dagegen zu halten, oder? Ja, oder? Oder? Oh, doch, können wir sogar, können wir. Oh, nein! Aber auch nur mehr oder weniger. Nein, ist er doof. Und verdammt, wir wurden gleich mit. Oh nein, bitte nicht. Oder auch nicht! Wuh! Alles klar, das war ja mal ordentlich riskant, aber es funktioniert irgendwie. Oh, die nächste Chance für Russell jetzt. Ah, die letzte Chance war an, die er hat. Wenn wir da jetzt irgendwie vorn bleiben können, dann wäre das nicht so schlecht, glaube ich. Da außen vielleicht, da außen vielleicht. Oh, spät auf der Bremse. Nein, er ist durch. Aber er fährt immer noch ein bisschen. Kampflinie! Oh, hat es clever gemacht. Jetzt hat mich hier für ihn langsam auflaufen lassen. Oh! Alles klar. Okay, 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 okay. Hey, wir können immerhin noch den Ferrari hier wiederholen. Oh, was ein... Oh, die Reifen, die sind tot! Die sind aber einfach tot! Ja, die Reifen sind tot. Kein Glück mehr mit den Dingern. Ja, ist unter Frontflügelschaden zugezogen. Ja, ist egal. Alter, wo kommt diese Milliarde? Nein, komm, die McLaren nicht noch, die McLaren nicht noch, die McLaren nicht noch. Boah, am Ende nur Sechster geworden und in der letzten Runde haben wir noch geführt. Alter, ist das brutal. Das ist voll brutal, ey. Scheiße, ey. Ja, die Softs waren unser Genickbruch. Die waren, wieso bin ich auf die Softs gegangen? Warum habe ich vom Team da beeinflussen lassen? Einfach hart bleiben oder einfach auf Medians wieder gehen und gut ist. Warum geht auf die Softs? Ich weiß nicht. Ich hab doch noch gesagt, die sind katastrophal hier wohl. Waren's auch. In der letzten Runde ging gar nicht mehr. Gut, dann wollte ich noch viel zu viel gegen Leclerc. Wollte irgendwie doch innen rein noch stechen wie ein Wahnsinniger. Hab aber gemerkt, scheiße, ich komme nicht um die Kurve. Dann krach ich dem da hinten rein. Wollte ausweifen halt. Dann bin ich halt hier weit rausgefahren. Und nee, Quatsch, das war gegen Russell. Ne, gegen Russell war das. Gegen Russell wollte ich wieder halt da innen rein wie vorhin. Hab gemerkt, diesmal klappt das nicht. Sonst krach ich dem da hinten rein. Wollte hier schnell ausweifen irgendwie. Da bin ich hier weit raus, hat gefahren, tja. Und dann habe ich wo in dieser langgezogenen Rechtskurve gesehen, dass ich absolut keine Chancen hatte. Ich konnte kaum auf dem Gas bleiben dort. Das Auto ist einfach
geradeaus fast gefahren. Na, vielleicht lag es daran, weil ich neben der Strecke war und dadurch weniger Grip hatte an den Reifen, aber trotzdem, die Reifen waren halt auch schon bei knapp 50-50%, ne? Also, die waren echt hinüber, könnte man sagen. Ja, und dann noch gegen Lando, das, also die kamen beim Endo alle an, also das ist ja Wahnsinn. Als wenn die hier gerade 5 Sekunden schneller hätten gekonnt. Unfassbar. Vielleicht war ein technisches Problem, ein kleines, wo man weiterfahren kann, aber halt was auf die Performance Einfluss hat, könnte sein, vielleicht. Weiß man nicht. Ja, gut. Aber gut, für uns in der WM macht es nur spannender. Mal und trotzdem ist es halt noch sehr, sehr komfortabel natürlich. 59 Punkte, also das ist schon echt Wahnsinn, was wir für eine trotzdem starke Saison fahren. Und in der Konstrukteurs-WM sieht auch alles völlig genial aus. Okay, beim nächsten Mal sehen wir dann aber beim großen Preis von Mexiko. Auch eine Strecke. Da läuft es in diesem Spiel, in dieser Meidenkehre halt, lief es da nicht immer unbedingt hundertprozentig rund. Hat mir nie unbedingt immer die beste Pace auf jeden Fall. Also auch das könnte trotzdem ein schweres Wochenende werden. Gut, in Austin habe ich es eigentlich auch gedacht. Am Ende war es gut. Die letzte Runde, die sieht jetzt schlimmer aus, als sie ist. Aber von der reinen Pace her allgemein, wenn man den Softs den jetzt mal wegnimmt, war ja stark. Pole, Sprint-Sieg, mit den Mediums halt. Der Medium-Stint war geil, der Hard-Stint war am Anfang auch geil, bevor die rote Flagge kam. Also, ja, nur der Soft-Stint war halt nicht perfekt und vor allem die letzte Runde war nicht perfekt, nicht mal annähernd. Aber der Rest des Wochenendes war halt sehr, sehr stark. Na, und darum kann sie auch in Mexiko sein, mit dem Red Bull vor allem. Der Red Bull, der liegt mir, der liegt auf jeder Strecke irgendwie. Okay, und merken, am besten nicht auf Softs fahren. Am besten nicht. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal einmal in dieser Saison mache. Ich glaube eher nicht. Das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal und ciao.